Hallo auf meinem Ingenieurskanal, heute zum Thema Radwege, Radwege, Radwege. Was viele Radfahrer immer noch nicht wissen, es wurden extra Radwege für euch gebaut. Wenn Sie das interessiert, wo in meinen Augen die Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern und Autofahrern großen und größtenteils herkommen, dann hören Sie mir bitte weiter zu. Ich habe Untergrenze 30.000 Kilometer mit dem Fahrrad in München zurückgelegt. Es sind viele Sachen passiert, die habe ich dann in einem Buch zusammengeschrieben. Und da ich jemand bin, der gerne Dinge eben analysiert, kann ich Ihnen viele Sachen gesichert sagen. Das wird auch nur ein Teil 1, weil dieses Thema so komplex und so umfangreich ist. Aber jetzt steigen wir mal ein bei diesem Beitrag, was viele Radfahrer noch. Es wurden extra Radwege. Also Radwege sind die Lösung. Die Impfung ist die Lösung. Das ist schon mal das kritisch. Man kann auch manche Leute sagen, man könnte es auch umbetonen. Radweg heißt nicht Radweg, sondern Radweg. Warum? Man kann auch sagen, Radwege wurden extra dafür gebaut, dass Autofahrer freie Fahrt auf ihrer Fahrbahn haben, um dann auf dem Radweg die Radfahrer zusammenzufahren. Das werden wir nachher, oder wo fangen wir da an? Als Extremspoiler, schon 30 Jahre her locker, ich fahre da so auf dem Diagonal gegenüber dem Haus der Kunst. Da habe ich mich auch mal schwer auf die Schnauze gelegt, weil da auf Kopfsteinpflaster dann noch Split vom Winterstreuen lag. Ich war alles offen. Ich war zufällig mit einer Jeans unterwegs, sonst wäre ich im Krankenhaus gelandet, da war alles kaputt. Der Radfahrer neben mir hat sich entschuldigt, das, weil ich da gerade überholt habe. Er hat gesagt, die haben damit nichts zu tun, das war der Split. Eigentlich hätte man die Stadt München anzeigen müssen, ist aber so eine Sache, werden einfach nicht geräumt. Aber an derselben Stelle hat mich mal fast ein Polizeiauto auf dem Radweg zusammengefahren. Jo, das war eine Zivilstreife, die hat gerade ihren Einsatzbefehl gekriegt, hat gerade das Blaulicht draufgeworfen, musste eine 180-Grad-Wende vollziehen. Und dann brauchten sie eine Fahrbahnverbreiterung und das war rechts der Radweg. Ich war da nur blöderweise, der rechts warf das Blaulicht drauf, kurbelte erst runter, also es ist schon lang her. Ich habe das zufällig gesehen, weil ich ziemlich zügig gefahren bin und der ziemlich langsam. Die haben da drin rumdiskutiert. Ich wusste auch, was wollen die da drin? Es war ein 5er BMW und dann haben sie mich fast abgeschossen. 4 Wochen später liest man dann wieder, fahrt auf den Radwegen, die sind besonders sicher. Dazu gehen wir dann später nochmal ein. Weil das ist ja irgendwo ein Widerspruch und das machen wir dann nachher. Wir werden auch noch andere Dinge ansprechen, weswegen Radwege nicht so sicher sind. Es liegt immer grundsätzlich an Menschen und diese Konflikte kommen aus anderen Sachen her. Jetzt wollte ich Ihnen was zeigen. Das Buch habe ich geschrieben. Ich bin stolz, das ist sogar in der Uni-Bibliothek mittlerweile. Das ist von 2016 oder 17 oder was rauskommt, oder 18, habe ich das fertig gekriegt. Das ist so mein Lebenswerk. Der Radfahrer im Straßenverkehr, eine Analyse. Und hier ist, das ist der Cover von der EPUB-Version. Ich habe auch noch ein anderes Cover vom Buch. Aber hier haben wir den Titel. Und hier sehen wir, wenn wir hier mal drauf gehen, das ist ein offizieller Radweg. Die sind extra für uns gebaut, hat man da gerade gesagt. Da frage ich mich, hat er da recht oder hat er da nicht recht? Da ist ein Radweg. Da drin, das ist hier, die benutzt offiziell die ausgeschriebene Benutzungspflicht hier in der Mitte, da oben. Das ist benutzungspflichtig. Das ist Vorschrift 1,50, 1,60. Hier haben wir höchstens 70 cm und noch in Zusammenhang mit gemeinsamem Radfußweg. Hier unten sieht man übrigens, wie die Radfahrer dann da auf die Straße fahren, weil das ist unmöglich Ding, aber das sagt man ja. Okay, fangen wir hier an, oben links, das ist auch ein Radweg, offiziell, natürlich rot, sogar im Rot markiert, da fragt man sich links rum, rechts rum oder mitten durch. Das ist dann, kriegt man gesagt, so ein Radweg wäre dann so gewachsen. Hier oben, das ist nämlich eine Ampel. Die hat man da einfach drumherum gepflastert. Das ist nämlich so, da werden die Ampeln plötzlich von irgendwelchen Leuten versetzt. Also von, machen wir wieder weg, Moment. Da werden Ampeln von den Leuten versetzt,
weil unten irgendwelche Rohre und Abflussrohre reingehen, dann verschieben die einfach. Ich habe das an einer anderen Stelle erlebt, da habe ich die Dinger nochmal. Die verschieben die einfach und dann gehen die Leute hin, die pflastern und pflegen die Pflaster so, wie es ursprünglich geplant war. Okay? Und das sind Radwege. Jetzt frage ich mich, was passiert, wenn ein Radfahrer da auf das weiße Ding darüber geht? Ist er dann schuldig, wenn er mit dem Fußgänger kollidiert oder nicht? Gute Frage, liebe Juristen, weil da kann man nicht fahren, aber das sind die Radwege, die extra angeblich. Na, das ist falsch, das hat sich jetzt. Das war Dings. Also die angeblich Rad weg sind. Nächster Punkt. Ich mache jetzt das hier unten das nicht, das ist das Komplexeste. Das ist hier irgendwo in der Nähe von der, nicht die Niendorfer Straße, sondern Ochsenzoller Straße, glaube ich, in Norderstedt. Das ist ein Radweg. Die sind alle gepflastert in Norddeutschland. Und da wächst auch öfter mal das Gras durch. Und hier habe ich 40 oder 50-seitige Dokumentation geschrieben. Dieser Radweg war absolut unzumutbar. Da waren 4-5 cm hohe Längsrinnen, die einen Meter lang waren drin. Es standen Bushaltestellen, die dann gewachsen sind und so weiter auf diesem Radweg. Und da hatte man eine blaue Schilde hingehängt. Coole Aktion. Und die Autofahrer haben auch noch alle falsch geparkt, weil die hätten gar nicht darauf parken dürfen. Aber die haben dann enger geparkt und dann haben die im Radweg drin geparkt und so weiter und so fort. Das sind halt so Sachen, da hat man dann so Sachzwänge und die werden immer auf dem Kopf der Radfahrer, wenn Platz fehlt, dann wird es den Radfahrern weggeknapst oder werden auch mittendrauf werden auf Radwege. Das ist Teil 1, da werde ich Ihnen noch ganz haarsträubende Dinge sagen und geradeaus, ne, gut, werden da noch gemacht. So, was dann natürlich auch gemacht wird als nächster Punkt, sowas, Radwege bauen heißt Fallen stellen, hat da mal jemand gesagt. Hier hat man Abfallbehälter und auch Bushaltefahrpläne so gemacht, dass sie nur vom Radweg abzulesen sind. Auf meinen Anruf hat man die Abfallbehälter zwar weggedreht, aber die anderen muss man ablesen. Das heißt, da denkt jemand, oh, jetzt muss ich gucken, wann der Bus kommt, rennt da drauf, gibt es einen Unfall. Hier wird also die Bequemlichkeit und die Sichtbarkeit für Busfahrende höher gesetzt als die Unfallvermeidung auf Radwegen. Der Radfahrer ist dann nämlich schuld, wenn der da reinläuft. Das sind Radwege, die sind extra für uns gebaut. Deswegen ist Rad weg. Das ist übrigens genau da. Da habe ich, das sehen Sie, das ist übrigens hier, da habe ich nämlich gewohnt. Das ist direkt neben dem Haus, wo ich mal gewohnt habe. Da muss ich nicht weit gehen in Norddeutschland. Machen wir gleich noch das Thema. Und als nächstes gehen wir mal hier rüber, das ist das Komplexeste. Werde ich nochmal in einem speziellen Video durchsprechen, hier links das. Hier hat man einen Zweirichtungsradweg und hier hatte man damals ein Rechtsabbieger und Linksabbieger auf zwei Spuren. Hier gab es in einem Jahr 7 Schwerstunfälle, 7. In den Jahren vorher 5 oder 4 oder 5, da hat man nicht reagiert und plötzlich waren es 7. Dann las man in der Presse, wir machen einen Test, wir stellen ein blaues Schild auf. Ich bin hingefahren, habe mir die Sachen angeguckt, habe dann den Unfallmechanismus ganz leicht herausgefunden, habe denen dann geschrieben, was sie zu tun haben, haben gesagt, das ginge nicht. Also man wollte weiter Radfahrer opfern. Vierteljahr später komme ich vorbei, haben sie es genauso gemacht, wie ich es ihnen gesagt habe. Scheinbar gab es wieder einen Unfall. Nebenbei wurde uns noch vom Verkehrsbeauftragten, der natürlich auch nur in der Pflicht steht und nichts anderes machen kann, wurde ganz groß, wir stellen ein blaues Schild auf, das die Autofahrer vor den Radfahrern warnt. Das muss ich mal vorstellen. Und dann fahre ich dahin. Da waren sage und schreibe 8 blaue Schilder. Und dann wird natürlich der Autofahrer auf das 9. Schild achten und die Radfahrer berücksichtigen. Das heißt also, keiner von diesen Leuten aus der Stadtverwaltung der Stadt Norderstedt war da mal da. Denen sind 7 Schwerstverletzte Radler an einer Kreuzung scheißegal. Das ist unser Beamtentum. Das zum Thema. Hier ist es eben so, dass hier das eben ein Zweirichtungsradweg ist und diesen fahren parallel raus. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass die, wenn da einer rechts abbiegen will und der will links abbiegen, dass die sich gegenseitig die Sicht nehmen und dann fahren die immer ein Stück vor und wenn dann Links- und Rechtsradfahrer kommen, weil das ja ein Zweirichtungsradweg ist, die ohnehin unfassbar gefährlich sind. Faktor 12 oder 13 gibt es mal eine Statistik, die werden Sie heute nicht mehr finden, aber die wird heute noch genauso gültig sein. Dann haben die sich gegenseitig die Sicht und dann fuhren die immer ein Stück vor und plötzlich macht es bumm
Und dann haben die Raum geschossen und dann in den Verkehr auch noch reingeschossen, wenn da einer kam. Und deswegen gab es da 7 Schwerstverletzte. Aber Stadtverwaltungen interessiert sowas nicht. Die reagieren erst, wenn es Tote oder wenn man Glück hat, wenn es Schwerstverletzte gibt. Das ist übrigens nicht nur bei Radfahrern so. Aber ich habe das hier auch schon, Anschlussstelle Wetzlar Süd, da habe ich mal angerufen. Da wurde eine neue Brücke, Autobahnbrücke gebaut. Das ist eine Wellblechpiste. Die hat 5 cm hohe, 3, 4, 5 cm hohe Wellen. Die ist neu. Die ist vom Jahr oder 2 Jahren zurückgestellt worden. Jo, und? Ja, ist neu. Und da habe ich angerufen, was soll das denn soll? Nein, da gab es noch keinen, da gab es noch niemanden, also war noch niemand tot, da kann kein Mangel sein. So funktionieren unsere Verwaltungsleute und so weiter. Und das ist das Problem. Dass deswegen auch insbesondere Radwege ziemlich unbeliebt sind. Ich kann auch Dutzende von Beispielen bringen. Eins möchte ich noch bringen. Also ein Beispiel war so, dass da war eine Baustelle, das habe ich gesehen, 2-Richtungsradwegen, dann biege ich links ab und dann kam mir plötzlich frontal ein Auto entgegen. Das ist kein Witz. Was war passiert? Bei dieser Baustelle, die da war, da hatte man diese Straße, wo der mir entgegenkam, von einer 2-spurigen Straße auf eine 1-spurige Straße umgestellt, die mir entgegenkam. Aber der Radweg, und normalerweise für die Autofahrer war dann zum Abbiegen, war da eine Sperre, die mussten dann hintenrum fahren, die Straße, die wurde dann als Einbahnstraße. Nur die Radfahrer haben das nicht mitgekriegt, weil die Sperre nämlich auf der rechten Seite des Radwegs war. Dann bin ich links abgebogen und stand dann plötzlich vor dem Auto. Da sind dann irgendwelche Leute, die haben gesichert Schulungen, die sind zu blöd, eben Radfahrer, denen sind Radfahrer scheißegal. Und das Blöde bei diesen Radfahrern ist eben das, dass immer erst reagiert wird, wenn es einen Toten gibt. Und da ist das Problem. Und dann haben wir unser Beamtentum, denen ist das, wie ich das an der anderen Sache versucht habe klarzumachen, eben egal, ob da eine drauf geht. Und diese Konflikte, wo da gibt es ja Radwege der Fahrt, mal noch Dutzende von Beispielen kann ich Ihnen da noch geben, was da für Sachen gemacht werden. Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich den Faden verloren. Moment, was wollte ich da? Wollte ich noch was sagen? Also ist nicht so okay. Mache ich mal irgendwann anders. Ach so, ja, das Wichtigste ist das, dass in den allermeisten Fällen, jetzt ist es mir da eingefallen, dass in den allermeisten Fällen es so ist, dass die Autofahrer nicht mitbekommen, dass sie gerade einen Radfahrer gefährdet haben. Dieser Polizeiauto, der war so in seinem, der hat einen Einsatzbefehl gekriegt, der riss da rechts rüber und bog dann ab, der war so in seinem Mund da drin. Ich musste mein Leben retten und da kann ich nicht noch rumschreien oder auf die Klingel, da bin ich froh, dass ich das überlebe. Ja. Und das ist der Witz bei der ganzen Geschichte, die Autofahrer bekommen das einfach nicht mit und dann schimpfen sie immer auf die Radfahrer, dass die nicht auf den Radwegen fahren, wo sie sie vorher selbst versucht haben, ums Leben zu bringen. Und da ist das ganz große Problem, weil die Autofahrer halten sich quasi für de facto Arier, sagen wir mal so. Wir sind die Guten, wir können das alles und der Radfahrer, der macht nur Fehler, weil die nur die Fehler der Radfahrer, aber nicht die eigenen mitbekommen. Und hier ist das große Problem von dieser ganzen Geschichte, die bekommen die nur mit, wenn sie dann mit denen kollidieren. Und das wird immer weiter aufgeheizt und, wie gesagt, und das ist das große Problem. Wir haben weitere Probleme eben von der Verkehrsführung, insbesondere von unseren Städten und Gemeinden. Ich habe das in meinem Buch dargelegt, was Sie hier gerade das Cover sehen, dass Sie da, ist es auch diesbezüglich Eigenwerbung, ich hoffe nicht, dass ich da hier irgendwas verletze bei YouTube. Mir ist es schon passiert, ich habe einen Radfahrer seitlich frontal genommen. Volle Kanüle bin ich ihm seitlich reingefahren. Es war entlang eines Radweges entlang der Isar. Und was war? Wer war schuld? Keiner von uns beiden. Ich bin da auf einem Radweg gefahren. Meine sogar, gut, das war gut, ein 2-Richtungs-Radweg. Egal, letztendlich war das in diesem Ding. Ich wäre auf der rechten Seite gefahren. Und da hatten die ich fahre rechts und dann hatten die von seiner Ampel den Haltebalken von mir links angebracht. Und dann bremste der ganz regulär aus seiner roten Ampel. Hat er hundertprozentig richtig gemacht. Und ich war ziemlich zügig und nehme mir dann frontal in den Rahmen reingefahren. Weil die Leute zu dämlich sind, irgendwelche weiße Streifen auf die Straße zu machen.
Und das gibt dann die Unfälle, weil die, unsere Gemeinden, Städte und Gemeinden und auch die diese Baustellen ausweisen, eben einfach unfähig sind. Genau wie das war da in Berlin bei diesem Unfall, wo der auf dem Radweg, meines Erachtens ist dieser Autofahrer, der dann zwei Leute auf dem Gewissen hat, der ist auf dem Radweg gefahren, aber konnte das gar nicht sehen, weil die ganzen Schilder für Radwege abgedeckt waren. Der hat gedacht, der fährt auf einer Spur und ist da rechts vorbeigefahren. Und dann rannte eine Frau und Kind da quer durch und die hat er dann frontal genommen. Der konnte das überhaupt nicht sehen, weil dann diese Radwegeschilder dann nicht mehr geschildert. Das war auch eine Fehlausschilderung, was die Stadt Berlin natürlich niemals zugeben wird, dass sie diesen doppelt tödlichen Unfall dann ausgelöst hat. Und das sind dann die Sachen. Und als letztes Beispiel diesbezüglich kann ich Ihnen sagen, das ist jetzt mal Radweg, dass es hier, wo ich wohne, in Ehringshausen, gab es mal einen schweren Unfall. Da ist jemand durch eine Scheibe durchgegangen und war dann tot. Und zwar war das genau vor einer Tankstelle. Da ist ein Radweg aufgehoben worden, keiner hat es gemerkt. Dann ist der weitergefahren und dann kamen die Leute aus der Tankstelle raus. Und dann hätte der aber die Seite wechseln müssen und dann muss er schnell gehen, hat er es nicht geschafft, dann ist er rausgefahren und ist dann frontal durch eine Scheibe durchgegangen, im Gegenverkehr. Und dann bin ich mal in die Tankstelle rein und habe bei der Tankstelle bei den, der da bedient, gefragt, gibt es einmal öfter Probleme? Da sagte der in der Tankstelle, ja, jeden Tag. Das ist das Problem. Wenn irgendwo sowas auftritt, problematische Verkehrssituationen, wird immer gewartet von unseren, denen wir die Steuern bezahlen, wird von denen immer gewartet, bis es einen Toten gibt. Vorher reagieren die nicht. Wenn ich jetzt einen schweren Unfall habe mit Autos, dann sind der meistens schwere Unfälle und dann ist das scheiße. Die können sich mehrfach überschlagen. Da passiert Tote gibt es da. Mittlerweile ist die Anzahl der Toten im Straßenverkehr deutlich unter der Straßen der Treppentoten in Deutschland. Da gibt es 20% mehr, weil es mehr ältere Leute gibt. Aber bei Radfahrern, die sind halt nun mal ganz schnell tot. Und das interessiert unsere Gemeinden nicht, weil die einfach nur eine Statistik machen und sagen, da ist nichts passiert. Und dann opfern die. Und wie gesagt, wo es 7 Schwerstunfälle in einem Jahr gibt, ist da nicht interessiert, dass die machen dort, das sind die zu faul dazu, einen Ortstermin zu machen. Welche Menschenverachtung. Das sind unsere Verwaltungen, das sind unsere Beamten, die dann das Gehälter bekommen, dass es das Saug raust. Und wo ich dann mal schnell hinfahre und in 10 Viertelstunde erstmal spätestens eine halbe Stunde feststelle, was da überhaupt für eine Mechanik da ist. Da sind die einfach zu faul und zu dumm dazu, muss ich sagen. Und das regt mich auf. Man könnte. Und das ist jetzt die andere Seite wieder, weil wenn Sie hier die Bilder hier links sehen, deswegen wollen die eben nicht auf Radwegen fahren, die Radwege, weil sie können auch plötzlich im Nirvana stehen, ist mir auch schon passiert. Oder sie wollen irgendwann müssen sie mal links abbiegen und da kommen sie nicht vom Radweg runter. Ist ja auch doof, ja. Da hat keiner drüber nachgedacht. Ist mir passiert. Nun bin ich auf der Straße 100 Meter gefahren in Kreisel und es ist mir zweimal hintereinander passiert, dass die mich mit Gewalt weggeschnitten haben, um mich umzufahren, um mich Maß zu regeln, dass ich auf dem Radweg zu fahren habe, dass ich da hinten links abbiegen wollte und auf die andere Straße und vom Radweg nicht runterkomme, war diesen Autofahrern, da waren immer Rentner, waren scheißegal. Die drücken dann immer auf die Radwege und ich bin auch schon Radweg mal nicht gefahren, der war so dick mit Blättern, der war patschnass, der war lebensgefährlich, ich hatte 60 drauf, weil ich Windstärke 8 Rückenwind, da hat mich einer vorsätzlich fast fuhr neben mich und zog in mich rein und hat dann so ein Stück neben mir gehalten. Hätte der mich reingekickt, hätte er mich mit 80 in Bäume reingeknallt oder 70. Ich hatte locker 70 drauf, weil wir, also Rückenwindsturm hatten wir, da war Windstärke 7 oder 8. Ja, da wäre ich tot gewesen. Das interessiert. Und das Spannende ist übrigens, dass das nicht diese Raser sind, die mit diesen Rennwagen und so weiter. Das sind die allgemein, wie ich es erlebt habe, nicht. Das war auch ein Opel-Kombifahrer, war das. Jetzt nichts gegen Opel-Fahrer, aber das ist der typisch deutsche Beamte, der andere maßregeln will, aber nie sich selbst auf so einen blödsinnigen Drahtesel gesetzt hat. Zumal ich ihn ja gar nicht behindert habe, weil ich locker über 50 gefahren bin. Aber nein, er versucht mich dann abzuschießen. Oder andere Sachen, da wollen Leute abdrängen, da sind wir nebeneinander gefahren, dann haben wir uns dann hintereinander eingeordnet, das war auf der Straße, und dann hat uns jemand voll mit Gewalt weggeschnitten. Mit Gewalt. Der hat die Fenster offen, saßen hinten sogar die Kinder, war übrigens auch ein Kombifahrer. Und dann schreie ich rein, was soll denn die Scheiße? Ja, ihr seid vorhin nebeneinander gefahren.
Das sind unsere deutschen Arschlöcher, unsere deutschen Arschloch-Autofahrer, die ich nicht auf jeden da. Aber es ist, du fährst regulär, ordnest dich hintereinander ein und dann kommt sowas. Das war nämlich, da war so eine Kreuzung, in der Mitte, so eine Insel in der Mitte und dann ist der 10 cm vorsätzlich an uns vorbeigefahren. Denen Autofahrer sind Menschenleben scheißegal, wenn sie nur ihre schwachsinnige Ding. Und die anderen, die mich da am Kreisel weggeschnitten haben, da kam dann, das war in Italien und genau das Gleiche, da kam dann Gott sei Dank die Polizei vorbei. Ich hätte die wegen versuchten Mordes angezeigt, kann ich Ihnen sagen. Und dann habe ich das gesehen, dass die Polizei dieses Rentner-Ehepaar dann auch noch mal eine Viertelstunde in der Mangel gehabt hat. Dass das überhaupt nicht geht. Die haben ihren Fehler überhaupt nicht eingesehen. Das ist so ein Sack, unfassbar. Oder eine andere Sache noch. Ich bin täglich 25 Kilometer einfach in die Arbeit gefahren. In Italien, das war aber sehr flach, muss man dazu sagen. Und dann musste ich dann mal ich habe ein Liegerad, so ein Halbhochlieger, und dann musste ich mit dem auf der Straße fahren. Dann schneidet mich auch so ein blödsinniger GTI-Fahrer. Und dann ging es auch mit bis zur Polizei. Und dann sagte, der muss doch da unten auf dem Radweg fahren. Tja, blöd. An diesem Tag wurde nämlich dieser Radweg entlang der Edge gemäht. Da konnte man nicht fahren, der war zu. Da wird man genötigt von diesen Arschloch-Autofahrern, um auf dem Radweg zu fahren, obwohl da die Mauer Gatter zu ist, weil der an diesem Tag gemäht wird. Und das ist Autofahrer, das ist die ultimative deutsche schwachsinnige Intoleranz. Verzeihung, ich habe da schon sehr, sehr, sehr viel erlebt, was für Idioten es da gibt. Und da gibt es sehr viele, leider Gottes, die dann immer glauben und haben keine Ahnung von, wie gesagt, versuchen einen auf dem Radweg, obwohl der an diesem Tag gesperrt ist. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal. Ich habe mich damit, da kommen da so ein paar Sachen hoch, Sie verzeihen. Aber das können Sie mal. Wie gesagt, das ist ein Buch, das ich alleine geschrieben habe. Das ist so mein Lebenswerk, übrigens in LaTeX geschrieben. Da sind die ganzen Skizzen drin. Hier, das ist Teil 1. Ich werde da noch ein paar Skizzen mit Ihnen durchgehen, was man alles für einen Scheißdreck machen kann. Und das sollte man mal aufarbeiten. Aber ich habe ja gesagt, die typische Gemeinde geht genauso vor, solange niemand tot ist, reagieren die nicht, wenn man sagt, das ist gefährlich. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, liebe Radfahrer und vielleicht auch ein paar Autofahrer. Es tut mir leid, dass ich da gegen Autofahrer gehetzt habe. Zuletzt ist mitnichten jeder Autofahrer ein Arschloch, aber es gibt diesbezüglich, habe ich Ihnen gesagt, so ist die Argumentation, fahr doch auf dem Radweg und der ist den Tag zu. Das ist schon geil, ist das. Danke.